Und damit herzlich willkommen zurück zur lang erwarteten Zweispielerkarriere zusammen mit Tomix. Hallo. Nicht wie letztes Jahr. Wir machen es dieses Jahr wieder im Koop-Modus natürlich. Machen wir es so: Die erste Folge kommt sowohl bei Tomix als auch bei mir. Die zweite Folge kommt bei mir, ne? Ja. Genau, die dritte Folge nur bei Tomix, die vierte wieder bei mir, die fünfte bei Tomix, die sechste bei mir und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, das versteht man. Also, wer nichts verpassen will, sollte bei mir vorbeigucken und bei Tomix vorbeigucken. Und dann haben wir heute das erste Rennen und die Erstellung des Rennkalenders natürlich. 10 Rennen machen wir wahrscheinlich wieder. Oder? Ja. Dann such dir doch schon mal eine Strecke aus, die Ich dir muss kurz gefällt. Den Rennkalender öffnen und fang du an. Okay, ich nehme Imola. Achso, Imola, du vorher noch trainierst, oder wie? Ja, wieso? Ich bin da 3 Runden gefahren vor uns. Ja, sage ich jetzt bei dir. Ich bin Monaco 25 Runden gefahren vor uns. Also, dann Monaco nicht schreiben. Boah, ich hab richtig Bock auf Saudi-Arabien. Okay. Dann nehme ich Spanien. Dann nehme ich Miami. Dann nehme ich Großbritannien. Belgien. Österreich. Und Niederlande. Frankreich. Kanada. Kanada? Ja. Und ich nehme noch Monza mit rein. Ach halt, nee, geht ja gar nicht. Ich habe ja schon 10, ups, ich kann nicht zählen. Ja, das ist unser Rennkalender. Es geht los in Saudi-Arabien, dann kommt Imola, gefolgt von Miami und Spanien, dann gibt es wieder längere Pause, Kanada, Großbritannien, Österreich, Frankreich und dann das Finale mit Belgien und Niederlande. Das klingt interessant. Eigene Ja. Einstellungen machen wir natürlich wieder. Ich denke mal, dass wir die rausschneiden. Wochenendstruktur wie immer. Blitzqualifying 50% oder 25% Renndistanz. 25. Alles klar. Genauigkeit relativ genau. Spieler reduziert. KI erhöht. Ne? Ja. Ups. Effekthäufigkeit auf Standard. Effekttypen auf Standard. Regeln an, regulär, Park Fermé an, Boxenstops immersiv, Safety Car immersiv, Einführungsrunde an und dann auf Übertragung, oder? Auch immersiv. Noch immersiv. Okay. KI, ich bin noch nicht ganz so gut, deswegen erstmal so 75 sollte ich mithalten können. Ja. Bin ich auch so zocker da. Autoschaden standen. Machen wir lieber's. So. Ja, müsste alles gewesen sein. Einstellungen bestätigen. Freund einladen. Wie schon erwähnt, das ist der Tomix. Fähigkeiten keine. Safety-Car-Wertung 0. Anwesenheitswertung A. Trophäen 0. Ausgegeben 28.06. Payback. Payback. Okay. Da sind wir. Willkommen im Team. Einrichtungsupdates. Darf ich auf die Rangliste gucken? Okay, wir sind nicht im selben Team. Jetzt bin ich gespannt. In Alpin bist du? Okay, interessant. Ja, wenn du mal sehen willst, wie meine aussieht, Alter. So. Dann wirst du, mit wem du zu tun hast. So, direkt auch 2 Upgrades starten. Und dann bin ich ready. Ach du Scheiße, Alpin ist letzter beim... Oh Gott.
Diese Nester beim Motor. Alpine sind auch richtige Krüppel in dem Game. Jetzt voll von. Sind letzter beim Motor. Hinter Williams sogar. Ja. Naja, Williams ist auch vor McLaren. Williams ist das letzte Team. Achso, beim Motor. Ja. Lost. Motor nur. Warum hast du ihn jetzt abgebrochen? Ja, also ich muss gucken, ob ich vor McLaren gelandet bin. Bin ich auch. Nee, bei mir sind noch keine Upgrades angekommen. So, dann geht's jetzt Oh, zur oh, oh. Autovorführung. Woher mache ich schnell noch die Facecam weg? Und das auch so. Und jetzt auf zur Autovorführung. Vorführung. Da ist meine Nummer drauf! Joachim! Anne, Andreas! Hast du Formel 1 geschafft? Schon wollte ich glauben. EWT Alpine F1 Team. Nix, Alter. Dass du nicht einmal die Schnauze halten kann. Bella Water Technology Alpine Formula One Team. Das okay. Ist es. Also ich kann nichts machen. Spülen wir weiter vor. Da kommen jetzt zwei Upgrades an, hoffentlich. Die kommen beide an, let's go. Da gibt's ein Upgrade an der Personalabteilung bei wir uns. Wir gehen da bis zur 24. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Schade. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ich kann eh nichts machen. Ich auch nicht. Oh! Unsere Marketingabteilung würde gern wieder Fragen an den Fahrer veranstalten. Hast du Zeit, die aktuellen Fragen der Fans zu beantworten? Klar, ist recht interessant. Tut mir leid, ich bin gerade zu beschäftigt. Ich habe sowas nicht bekommen, perfekt. Also eigentlich bin ich ein beschäftigter Mann, ja? Du. Aber annehmen. Ja, allein der Tag heute war ja also... Noch eins. Achso, wir sind es gewohnt, sie am Steuer zu erleben, aber wie sind sie denn so, wenn sie bei jemandem mitfahren? Außerhalb der Arbeit lasse ich gerne andere fahren, ist eine nette Abwechslung, wenn mal jemand ans andere Steuer, was? Ich kann nicht lesen. Wenn es geht, fahre ich immer selbst, ich fühle mich einfach am wohlsten, wenn ich selber am Steuer sitze, ja, mache ich. Das ist doch Fahrraderkennung. So, und wer das Interview erfahren möchte, muss bei Tomix auch vorbeigucken. Ja, bitte Max. Oh, wie heißt du? Wie sind sie? Wer? Ja, ich hab mich irgendwie mal Ingenieur gerade angesprochen oder so. Ja, richtig unsympathisch. Okay. Und zack, Marketingabteilung. Würdest du ein Interview geben? Jo, machen wir mal. Na, ja, was? Die F1 wird dort zwar schon langsam beliebter, aber was denken Sie, was Sie die Herzen der US-Fans für sich gewinnen können? Ovale, was anderes können die doch nicht. Ja, Tim, soll ich dir meinen Charakter per Discord-Audio-Übertragung zeigen? Ich sehe den rechtzeitig schon noch. Wie leicht ist es für Sie, es hinter sich zu bringen, wenn es mal gut linkt? Oh Gott. Schwierig. Danke für deine Hilfe. Gerne. So, und jetzt geht's weiter. Zum... Der ist auch so gekrüppelter Typ. Zum Saudi-Arabien Grand Prix. Dann sehen wir uns nach dem Training wieder, würde ich sagen. Welches Training? Ja, das wir jetzt simulieren müssen. Wir simulieren das? Du kannst doch selber fahren.
Nee. Bei Paddock Pass und einem Vorabbeitrag vor dem ersten Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2022. Ich muss sagen, es ist toll, wieder hier zu sein. Wie immer fühlt sich hier alles an wie am ersten Schultag nach den Ferien, aber das ist noch nicht alles. Denn eine neue Ära der Formel 1 ist angebrochen und mit ihr kommen die sehnsüchtig erwarteten neuen Regeln für Autos, die für bessere Rennen sorgen sollen. Klar geformte Linien, geschwungene Front- und Heckflügel, dank derer die Autos enger auffahren können, attraktive 18 Zoll Niedrigprofilreifen, das ist aber mein Team, ey. Des Bodeneffekts und eine Reduzierung aerodynamischer Extras. Die neuen Autos sehen verblüffend anders aus. Dabei wurde die Sicherheit verbessert und die Grenzen der technischen Machbarkeit. Ich habe jetzt großen Feedback in Formel 1. Teams haben also diese neuen Vorgaben am tiefsten umgesetzt? Und welche Fahrer passen sich am schnellsten an ihr neues Auto an und setzen sich vom Rest des Feldes ab? Wir werden es sehen. Schlimmste ist überstanden. Denn wie immer können wir den Beginn der Saison kaum zu sehen. Aber fürs Erste war's das. Das kommt jetzt noch 10-mal. Hoffentlich. Sagen Sie es nicht? Was? Gerade der... Okay, der bekommt kein Geld. Hä? Na, kennst du das nicht von dieser Fernsehshow? Ach so, ja doch. Jetzt wo du es sagst, fällt's mir ein. Sagen Sie es nicht? Sag ich! Ja, kann man eh nichts machen. Dann raus da. Ziel ist... Ja, wir werden wahrscheinlich eh immer so um die letzten Plätze kämpfen, aber P18... Das ist mir das Ziel. Ich kann mein Setup nicht ändern. Ja, wir haben ja auch Park Fermi. Hä? Gilt das ab Training schon, oder wie? Nach dem dritten Training, ja. Ich habe jetzt kein Setup. Ich auch nicht. Ich habe auch so oder so keins gehabt. So, was gibt's? Da sollten wir streng bei Kurvenschneiden mal hoch machen ein bisschen. 10. Nice one. Ziel erreicht, würde ich sagen. Am schnellsten vor Paris. Kann man so machen. X5, dann GZ. Stroll habe ich hinter mir, Schumacher habe ich hinter mir und Albon habe ich hinter mir. Und ist gar nicht so schwach. 32,5. Klingt gar nicht so schlecht. Finde ich. Die KI hat Setups gegangen einfach. Okay, auf geht's jetzt. Dann in die Einführungsrunde und das Rennen. Die Zeit für Tests und Training ist vorbei. Jetzt wird's ernst. Es heißt alles oder nichts hier beim ersten Rennen der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft.
20 Grad. Werfen wir einen Blick auf die topografische Karte des Jeddah Street Circuit. Wie Sie sehen können, müssen die Fahrer hier ein paar anspruchsvolle Kurven meistern. Es wird sich also zeigen, wer aus dem Training dieses Wochenende das meiste machen konnte. Und wie viele Straßenkurse ist es eine Strecke, bei der Fahrfehler meist nicht ungestraft bleiben. Also hoffen wir mal, dass das Safety Car heute nicht raus muss. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Leclerc, Andreas und Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Bottas und Yuki Tsunoda. By the way, wenn du auf deine Pedalen gehst und Bremse oder Bremse drückst, dann kannst du die Startaufstellung selber durchscrollen. Joe, Vettel, wenn es fertig ist, oder? Nein, das kannst du die ganze Zeit schon. Mick Schumacher und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter. Das hat er gerade reden gesehen. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist... So, Platz 17 für uns. Lässt sich damit ganz gut leben. Schauen wir mal auf die Strategie, was wir da machen. Das scheint schon sehr sinnvoll zu sein, was wir da haben. Was wäre denn damit möglich? Ne, es wäre auch nicht schneller. Aber ich mache das so, trotz alledem. Jo, ich wäre ready. Doch. Ja. Ja. So, Einführungsrunde nehmen wir natürlich mit. Der Startplan sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen, also schalt in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen, also lass sie arbeiten und wärm bitte die Reifen auch gleich auf. So, Ziel wäre es, vor allem auf jeden Fall ins Ziel zu kommen, also Kumpel, obviously nicht. Vielleicht können wir Vettel noch bekommen, aber ansonsten glaube ich nicht, dass so viel nach vorne geht. Wäre vielleicht auch noch was gehen könnte. Moment, droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Aber ja. So, Platz 17 zu halten, auf jeden Fall auch schon ganz gut. Das zu sehen. Oh. Da Alonso hat Hamilton mit Flügel abgefahren. Perfekt. Das war wirklich Alonso, das habe ich wieder aufgehört. Ja, nee, Alonso hat das Ding, das kriegt das verloren. Oh Gott, war das eng. Das ist schon gerade. Vettel ist sehr langsam hier hinten. Wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst.
Wir rollen. Oh, die 16 jetzt. Langsam, heute sind wir dran, und das ist eine gute Zeit zum Fall. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, geht in Ordnung. Das ist genau die Strategie, die wir vorher hatten. What the fuck? Wie fand das Autos? Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Oh, Zustand, Gott sei Dank. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Boah, das Dach kam ganz knapp vor mir raus, ne? Ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Nein. Einen Moment, wir arbeiten dran. Bitte nicht. Sieht aus, als hätte das EAS ein Software. Oh nein. Ja, mach deine Dive-Bomb, dieser scheiß Ferrari. Leclerc, was ist denn mit dir? Jetzt muss ich hoffen, dass ich einen richtigen Knopf habe. Optimal perfekt. 1, 2,4. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Deshalb kannst du gar nicht laufen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Wir kommen wieder hinter Vettel raus, genau da, wo es sein sollte. Bett. Wie wir nach Vettel reinschießen, krass. So, und jetzt. Jawohl, braucht die Flug. Gute Arbeit. Richtig stark zu holen, Manöver gewesen gegen Vettel. Alter, Rad an Rad, die beiden hier durch, das ist so knapp. Der Haas und der McLaren sind halt trotzdem zu schnell für mich.
meinen Williams kurz der harten Reifen. Ach, geiles Duell, was die beiden sich geben. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Ricardo hat sich verbremst. Ich bin 14. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Eine Runde am Schluss muss man sowas machen, ernsthaft? Digga, meine Fresse. Ja, Karma Magnussen muss an die Box. Das ist krass gemacht, dieses Rennen, muss ich dir erzählen. Alter, bei mir ist auch ein bisschen gut, auch den Soft nicht gegangen wie sonst. Das, ne? Dann in der letzten Kurve gefährt mir Magnussen ins Heck, ich drehe mich weg das und schlag ein. Eine erstaunliche Leistung, vor allem bei diesem Druck. Also, das ist krass gemacht, hat das Rennen. Ich bin vor Runde 5 andere Soft gefahren. Stefan, was hat heute den Unterschied? Weil ich hatte aufs Mediums. Ich hab vorne viel geschadet, da viele müssen steil. Hat vorne viel geschadet noch in der 5. Oh, eine 4 sogar schon. Da wurde der aber zu schlimm. Und deswegen bin ich dann auf Softs gewechselt, weil es hart war mir zu risikoreich. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Auf die Softzeit. Ja, Albon wird 15. Ich hab 13.
Aber der Alpine fällt mir gut. Ja, ich habe mich auch voll wohl gefühlt, bis Magnus und Kram mich abschießen musste. Das, kostet, das hätte so ein geiles Rennen werden können, ne? Mit so einem geilen Ergebnis, mit einem P, mit P13 wäre ich so zufrieden gewesen. Magnus, werd mir hinten in die Karre. Die ERS-Fee-Funktion war bestimmt super ärgerlich. Wir sollten uns auf Upgrades für das Triebwerk konzentrieren. Dann würden solche Fehler in Zukunft wahrscheinlich seltener auftreten. Naja, so viel dazu. Mehr habe ich nichts zu sagen. Tomex, hast du noch was zu sagen? Ja, das war's eigentlich. Gut, dann danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in Imola. Bei mir auf dem Kanal, glaube ich, ne? Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.